Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, wir sind wieder da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag und das ist bekanntlich bei uns eine Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich kann mein Glück kaum fassen. Ich möchte folglich mit Leuten reden, die richtig wahnsinnig glücklich sind. Vielleicht, weil sie grundsätzlich sehr glückliche Menschen sind. Vielleicht, weil sie gerade ja im großen Liebesglück schwimmen, vielleicht, weil sie eine sehr, sehr schwere Krankheit gut überstanden haben, vielleicht, weil sie einen schweren Autounfall gut davongekommen sind, oder vielleicht habt ihr einen Lottogewinn gemacht, oder vielleicht habt ihr ein besonderes Ziel in eurem Leben erreicht, das ihr euch immer schon erträumt hattet und jetzt seid ihr so richtig glücklich. Ich kann mein Glück kaum fassen. Das ist unser Thema und ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten und was ihr mir erzählen werdet. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die kostenfreie und die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Oliver. Oliver ist mein erster Anrufer und 35 Jahre alt. Hallo Oliver. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Erst einmal ein großes Lob an dich und an deine Sendung. Das fängt ja gut an, ich danke dir. Ich verfolge sie so oft ich kann. Ja. Ich finde es einfach klasse, dass es dich gibt und dass du vielen Menschen auf so einfühlsame Weise versuchst zu helfen. Das finde ich einfach großen Respekt. Sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Muss ich einfach mal loswerden. So, jetzt bin ich ganz erpicht darauf, was du mir erzählen wirst. Denn du sagst, ich kann mein Glück kaum fassen. Ja, insofern kann ich mein Glück kaum fassen. Ich bin also 35 Jahre alt. Mhm. Und habe vor nicht allzu langer Zeit fast 220 Kilo gebogen. 220 Kilo? Genau, ja. Ohne Scheiß, ohne Schummel, ohne Beschiss. Ich habe mit 219,75 Kilo versucht, mein Leben zu meistern. Ja. Mehr schlecht als recht, in Anführungsstrichen. Ja. Beruflich sowohl als auch privat. Kann man überhaupt sich noch normal im Leben bewegen mit 220 Kilo? Ich sage es dir ganz ehrlich, nein. Nein. Wie groß bist du? Ich bin 1,85. Ja. Und hatte also demnach, wie gesagt, massives Übergewicht. Wie viele Jahre warst du so schwer? Das hat so mit 21, 22 schleichend angefangen und hatte so seine Höchstphase mit 30. Ja. Mhm. Und habe halt eben, wie gesagt, versucht, mein Leben zu meistern, sowohl beruflich als privat. Das ging, wie gesagt, immer mehr schlecht als recht. Ja, was hast du denn beruflich gemacht damals? Ich bin immer noch Einzelhandelskaufmann. Ja. Und habe es halt mit diesem Gewicht auch versucht, aber wie du dir vorstellen kannst, als Einzelhandelskaufmann, als Verkäufer wohl gesagt, muss man halt viel stehen, unterwegs sein, ja, immer, sag ich mal, an Spitze ja sein. Und das ging halt mit dem Gewicht einfach nicht mehr. Nun gehe ich mal davon aus, weil du es gerade gesagt hast, ich habe 220 Kilo gewogen bis vor gar nicht so langer Zeit. Das hat sich jetzt alles radikal geändert. Ja, genau. Und wie viel wiegst du jetzt heute? 86 Kilo. 86 Kilo. Ja. Von 220 auf 86 Kilo runter. Gerecht. Was ja perfektes Gewicht dann ist für deine Größe. Genau, ja. Wie lange hast du für diesen großen Sprung gebraucht? Naja, jetzt so fast 3 Jahre, knapp 3 Jahre. 3 Jahre. Jetzt kriegen natürlich alle, die übergewichtig sind, große Ohren und fragen sich, wie hat das gemacht? Welche Diät hat er absolviert? Hat er sich operieren lassen? Wie hast du es geschafft? Also ich habe es geschafft, indem ich mich wirklich diszipliniert habe, wirklich hart diszipliniert habe. Ja. Und zwar insofern, dass ich meine Ernährung komplett umgestellt habe. Ja. Und habe halt eben versucht, mich mehr oder minder mit der Kilozahl zu bewegen. Und habe mich im Sportstudio angemeldet. Ja. Und habe halt als erstes an den Erfolg nicht geglaubt, aber es hat halt funktioniert. Ne? Wenn man also ein ganz einfaches Rezept, nämlich gesunde Ernährung und Bewegung. Genau. Und halt eben, man muss halt einen eisernen Willen haben. Ne? Wenn man wirklich versucht, von dem Gewicht runterzukommen, ja, muss man einen eisernen Willen haben. Ne? Ansonsten klappt es nicht. Ja, wie kam es denn? Ich meine, da muss ja irgendein Ereignis vorgefallen sein, dass du gesagt hast, ich lege jetzt den Schalter um. Jetzt muss etwas passieren. Ja, den gab es. Insofern, dass ich mich einmal im Spiegel betrachtet habe. Ja. Und habe gesagt, das kann nicht sein. Das bist nicht du. Wobei du dich ja vorher auch schon öfters im Spiegel gesehen hattest. Aber da war das maßvoll. Da war immer noch vorher so die Leck-mich-am-Arsch-Stimmung. Ich reagiere auf meine Umwelt nicht. Ja. Und das hat mir relativ wenig ausgemacht. Ne? Ja. Aber dann halt eben auch der Faktor, dass du nie richtig eine Freundin hattest oder einen richtigen Freundeskreis oder so, das war alles
so mit entscheiden. Ne? Das heißt also, irgendwann standst du nackend vorm Spiegel, genau, und hast gesagt, so will ich nicht weiterleben, so will ich mich nicht sehen. Genau, so möchte ich nicht mehr durchleben. Also es war eine Aversion, ein Ekel vor dir selbst. Genau, man kann es als Ekel vor sich selbst bezeichnen. Korrekt, ja. Hattest du das gerade das Stichwort Freunde in Beziehung genannt? Hattest du denn in dieser Zeit, als du so sehr dick warst, mal eine Beziehung oder gar nichts? Nein. Gar nichts? Gar nicht. Weil, ich sag mal, da war, um es direkt zu sagen, an Sex nicht zu denken. Ne? Das war einfach so, dass es einfach mit der Körpermasse nicht funktioniert hat. Ne? Das war einfach zu erschöpfend. Das hat 5 Minuten funktioniert und dann war es das. Ne? Also, das heißt, hattest du denn vorher, bevor du so übergewichtig wurdest, schon mal sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja, klar. Das schon? Die ersten Gehversuche und dann halt eben auch eine sogenannte Freundin, in Anführungsstrichen. Aber ja. Das war alles, das war nicht so, wie man sich vorstellt, in Anführungsstrichen. Und dann kann man ja sagen, ungefähr 10 Jahre hast du dann auf dem Trockenen gelebt, ne? Im Prinzip in Enthaltsamkeit, ja. In Enthaltsamkeit. Hast du jetzt eine Freundin, eine Beziehung? Ja. Ja. Und das ging dann auch relativ einfach? Oder ich könnte mir vorstellen, wenn man so lange sich zurückgezogen hat, ist man auch irgendwie scheu und... Man ist dann mit sich selber sehr unsicher, das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber das hast du überwunden? Das habe ich überwunden und ich habe die Frau auch im Fitnessstudio kennengelernt. Ne? Das ist also wie praktisch. Eine gemeinsame Leidenschaft verbindet und das hat halt insofern geschnackelt, in Anführungsstrichen. Oliver, ich weiß das von den Mädels. Wenn Mädels... sehr dick waren und sehr, sehr viel abnehmen, haben die große Probleme mit der runterhängenden Haut. Da kommen sie vom Regen in die Traufe. Wie ist das bei Männern? Wie war es bei dir? Also ich habe, wie du dir vorstellen kannst, halt eben dann eine richtig dicke, fette Bauchschürze gehabt. Das war also wirklich nur noch wabbelige Haut. Ja. Und die Oberschenkel waren nicht mehr schön und die Seiten sind nicht schön gewesen. Und dann habe ich halt lange gesucht, und bevor ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe, und habe halt in Berlin einen sehr guten Professor gefunden, der das gemacht hat. Achso, das gab also auch noch chirurgische Eingriffe danach. Ja, na klar, sonst hätte ich mich wahrscheinlich selber nicht leiden können. Ja, wie viel Mal bist du operiert worden? 4-mal. 4-mal? Mhm. Am Bauch, an den Beinen? Also die Bauchschürze weg, die Beine weg, ja. Die Seiten weg und die Brust wurde halt noch gemacht. Ne? Weil sonst hast du ewig so, sag ich mal, eine Männerbrust in Anführungsstrichen. Ja, so, wenn du dich jetzt in der Badehose oder ganz nackend vom Spiegel siehst, würdest du so sagen... Ein guter Typ, also ja. Man sieht die Narben noch, okay, das ist ja nicht schlimm. Okay, die Narben sind halt sichtbar, ne? Aber ja gut, aber das ist ja egal. Aber du bist so zufrieden mit dir und findest dich auch so attraktiv. Genau, ich bin voll auf zufrieden, ja. Ja, sensationell. Also das ist wirklich eine tolle Leistung. Und da muss ich gratulieren, weil ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Disziplinleistung, Selbstdisziplinleistung. Ja, ohne eisernen Willen geht's nicht. Es geht überhaupt nicht ohne eisernen Willen und da hilft ja keine Diät oder irgendetwas, das muss man wirklich wollen und dann auch gnadenlos durchziehen. Nur so zur Vorstellung, was hast du denn früher alles so in dich hineingestopft? Oh, dumme jede Menge. Also das war wirklich nicht mehr so schön, in Anführungsstrichen. Das ist also das fing früh morgens beim Frühstück an mit 7-8 Brötchen. 7-8 Brötchen? Ja, die habe ich durchaus locker gegessen. Schön dick belegt, wahrscheinlich mit Leberwurst, ja, und Käse. Leberwurst, Käse, Nutella, alles quer durch den Garten und dann halt eben über den Tag verteilt so mehrere Süßigkeiten und Cola halt, wie man sich vorstellen kann. Ne? Ja. Ich habe früher am Tag bis zu 3 Liter Cola getrunken. Das finde ich übrigens immer wahnsinnig, wenn ich irgendwie in der Stadt oder irgendwo Leute sehe, die sehr, sehr übergewichtig sind. Und die laufen dann auch noch mit einer riesen Cola-Flasche rum. Ja, das ist immer so eine Sache, da... Das verstehe ich nicht, wo so viel Pfund Zucker drin sind. Warum eigentlich? Ja, genau so ist es. Du weißt ja eigentlich, wie viel Zucker da drin ist, was du da gerade trinkst. Genau. Insofern, ja. Das ist immer sehr... Ja. So, das ist jetzt aber wirklich so eingebrannt bei dir auch, dass du diese Ernährung aufrechterhältst, durch die du dünn geworden bist. Genau. Und du, da gibt es auch keine Versuchung, dass du denkst, jetzt doch vielleicht doch mal eine lecker Pizza. Die Versuchung ist schon da, ne? Das ist klar. Aber mal darf man ja auch. Man wollte gerade sagen, man gönnt sich zwischendurch auch mal Schokolade oder auch mal einen Latte Macchiato, einen hübschen, netten, so, aber das ist nicht mehr so die Regel wie früher. Ne? Ja, klar. Ja, tolle Leistung, Oliver. Nochmal Gratulation. Und da kann ich wirklich verstehen, dass du sagst, ich kann mein Glück kaum fassen. Dankeschön, ja. Alles Gute dir und deiner Freundin. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal eben hier in meine Hosentasche greifen. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass ich mein Handy noch hier in der Hosentasche habe und nicht ausgeschaltet habe. Das will ich jetzt mal gleich tun, sonst piepst das. Denn ich kriege gerne immer so während der Sendung noch irgendwie von Freunden ein paar Nachrichten. Jetzt ist es aus, damit uns das nicht gleich stört. So,
Ja, das Thema heißt, ich kann mein Glück kaum fassen und ich begrüße ganz herzlich jetzt den Markus. Und Markus ist 32 Jahre. Hallo Markus. Ja, guten Morgen Domian. Schönen guten Morgen. Warum bist du glücklich? Weil ich schon 5-mal großes Glück gehabt habe in meinem Leben. Also ich war 5-mal in einer Situation, wo ich auch sterben hätte können, denke ich. 5-mal? Mhm. Was waren das für Situationen? Das war 2-mal eine Lawinensituation, in die ich einmal unbewusst reingekommen bin. Mhm. Und einmal konnte ich die vermeiden, nur weil ich den Zug in der Früh um 1 Minute verpasst habe und so nicht in die Lawine reingekommen bin. Lawinensituation, was heißt das? Warst du beim Skifahren oder beim Schneewandern oder? Ja, beim ersten Rencontre mit einer Lawine, da bin ich in eine Triebschneelawine reingekommen. Beim Skifahren? Und beim Skifahren, ja. Ja. Und da hing ich fest und ich bin mit dieser Lawine runtergerutscht und die hat dann aber glücklicherweise nochmal gestoppt, bevor ich dann mit der Lawine eine Seilbahn runter wäre. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das. Hast du die normale Piste verlassen? Habe ich, ja. Und das hättest du nicht tun sollen? Hätte ich nicht tun sollen. Das war eine klassische Lawinensituation, Triebschneeansammlung und ich wollte halt einfach ein bisschen mehr Action haben. Ja. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Und das war das erste Mal. Das erste Mal. Und du warst auch nicht verletzt? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also du bist mit einem Schock davongekommen. Ja, also. Der Schock selber hielt sich auch noch in Grenzen. Es kam vielleicht 20 Minuten später dann so eine verspätete Schockreaktion. Da hast du kapiert, was passiert war. Oder was passieren hätte können, ja. Mm-hmm. Und bist dann ganz normal weiter, konntest du noch weiterfahren? Ja. Das ist ja auch also verrückt, ne? Ich war da mit einem Freund drin und so am Ende des Tages konnten wir eigentlich sogar drüber lachen. Mm-hmm. So, das war die erste Situation. Die hätte ganz schlimm ausgehen können. Die hätte dir dein Leben kosten können. Die zweite Situation, beschreib die mal. Ja, das war, wir haben eine Bergtour geplant auf dem Pilatus bei Luzern. Mhm. Und wir wollten über eine verschneite Hangflanke aufsteigen und hatten aber glücklicherweise den Zug am Morgen um 1 Minute verpasst. Was zur Folge hatte, dass wir dann eine Stunde später am Berg waren. Ja. Und ja, wie wir halt so unterwegs waren, ist wirklich die gesamte Hangflanke runtergekommen. Das war eine Nassschneelawine. Im Nachhinein weiß ich auch, warum die abgegangen ist, aber. Und da hätte man, aber das wäre auch erlaubt gewesen, da hätte man wandern können. Das wäre erlaubt gewesen. Boah, das ist ja schon gruselig, das zweite Mal. Und jetzt weiter, das dritte Mal? Ja, das dritte Mal war dann, ich habe mit dem Gleitschirmfliegen begonnen und bin von einer Wolke aufgesaugt worden. Von einer Wolke aufgesaugt worden? Wie geht das? Von einer Gewitterwolke. Naja, die Gewitterwolke, die haben halt die Tendenz, oder da besteht die Gefahr, dass man halt, dass da thermische Aufwinde darunter entstehen. Ach so, verstehe. Mhm. Verstehe. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man schwebt da und dann ist das wirklich so, wird man so von der Wolke so hoch? Also im Moment, wo man dann reinkommt, ist es zuerst mal totale Orientierungslosigkeit. Und dann beginnt man zu überlegen, was man machen kann. Und dann hat man das Gefühl auch, dass man nach oben gesogen wird? Ja, eher nach oben gedrückt, weil du spürst es eigentlich am Hintern, wenn es nach oben geht. Ja. Was sieht man denn? Dann sieht man nichts mehr? Nee. Nebel. Siehst du gar nichts mehr. Nebel. Boah, ja. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, ich konnte halt dann die richtigen Maßnahmen ergriffen. Also das heißt an Ohren anlegen, Beschleuniger treten und habe mich dann mit Achenkrach aus dieser Wolke heraus retten können. Und wie ich aus der Wolke herausfliege, sehe ich, dass ich frontal gegen die Felswand steuere. Und wirklich in der letzten Sekunde konnte ich dann den Schirm nochmal rumreißen und wegfliegen. Ja. Also wäre mir das in der Wolke passiert, ich hätte 0 Schaden gehabt. 0. Wenn er das in der... Ja, genau. Also 0 Chance gehabt hast du. Ja, ich wäre an die Felswand geklatscht. Genau, ja, so meine ich. So habe ich es auch verstanden. Mhm. So, jetzt Fall 4. Das war jetzt das dritte. Und das vierte war auch wieder mit dem Gleitschirm. Da bin ich in circa 30 Metern über Grund von der Turbulenz erfasst worden. Der Schirm ging komplett zu. Und zufälligerweise, dort wo ich abgestürzt bin, da war dann eine Waldlichtung. Da bin ich reingeknallt. Mhm. Und es war auch das einzige Mal, dass meine Eltern mir beim Fliegen zugeschaut haben und die haben das gesehen. Ja. Also es muss für die auch recht heftig gewesen sein und keiner wusste also, was mit mir los ist. Und Waldlichtung heißt das, dass du da in Bäume reingefallen bist?
näher gerade da war eigentlich kein Baum, wo ich reingefallen bin. Stimmt, das ist halt eine Lichtung so an sich, du hast völlig recht, aber es ist eine dumme Frage, ja klar. Ja. Also es war seltsamerweise die einzige Lichtung in diesem ganzen Wald, wo ich da reingefallen bin. Von 30 Meter Höhe? Ja, und also schätzungsweise so 5 Meter über Grund hat sich der Schirm dann nochmal halbseitig geöffnet, hat den ganzen Absturz ein bisschen gedämpft und ich habe mir eigentlich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir lediglich einen Fuß vertreten. Und die Kollegen, die das gesehen haben, mich abstürzen, die haben schon der Rettungsflugwacht angerufen. Und haben das Schlimmste befürchtet. Dann, ja, die konnten dann aber wieder unverrichtete Dinge aufdrehen. So, jetzt Nummer 5. Das war letzten Sonntag, eine ähnliche Situation. Und also die Situation konnte man nicht vorausahnen. Das war eine Turbulenz aus dem Nichts. Auch mit dem Gleitschirm? Also, auch mit dem Gleitschirm. Mhm. Völlig unerwartet wieder ein Schirm in der Luft zusammengelegt und dann kommen so Reflexe, die man halt trainiert. Ja. Und ich habe es dann in letzter Sekunde noch geschafft, einen Skilift auszuweichen und bin dann in einem relativ flachen Winkel in den Hang reingebombt, muss man sagen. Und ich habe eigentlich schon das Schlimmste befürchtet, aber ich habe dann gemerkt, aha, Beine kann ich noch bewegen, Arme kann ich noch bewegen, weh tut mir auch nichts und es war nichts. Zufälligerweise, nee, es war nichts. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, da müsste viel mehr sein. Also Markus, was höre ich daraus? Ich höre daraus, dass du eine ganze Kompanie Schutzengel um dich herum hast. Aber ich höre irgendwie auch daraus, dass du mal aufhören solltest, vielleicht das Schicksal rauszufordern. Weil irgendwie ist das ja schon merkwürdig, wenn man fünfmal entweder am Tod oder an der schwersten Verletzung vorbeigeschraubt ist. Es ist merkwürdig und ich... Sagt dir das denn? Sagt dir das was? Interpretierst du das irgendwie? Ja, ich interpretiere das irgendwie so, dass ich in Extremsituationen trotzdem richtig reagiere einerseits und andererseits einfach, dass ich wahnsinniges Glück gehabt habe bisher. Ja, aber kommst du auf die Idee vielleicht zu sagen, okay, nun habe ich fünfmal Glück gehabt. Das ist ja schon eine Sensation an sich. Nun will ich das auch nicht nochmal herausfordern. Jetzt lasse ich diese Art des Sportes zum Beispiel. Eher nicht. Ehrlich? Also ich probiere diese Unfälle oder diese Ereignisse auch immer zu analysieren, woran könnte es gelegen haben. Mhm. Und bei vielen von diesen Ereignissen war bestimmt auch eine gewisse Unwissenheit von mir vorhanden. Im Voraus, ja. Aber jetzt beim letzten, das war nicht vorhersehbar. Da habe ich einfach Glück gehabt und der Zufall war, ich bin zwei Wanderern vor den Füßen geknallt und bin mit diesen Wanderern dann ins Gespräch gekommen. Ja. Und zwei Minuten später erzählt mir der Mann, dass seine Tochter vor 4 Wochen an einem Motorradunfall gestorben ist. Mhm. Und da war eigentlich Glück und Leid noch nie so nahe beisammen in meinem ganzen Leben. Also du bist fest entschlossen, solche Sachen weiterzumachen? Mhm. Hast du denn nicht die Angst, dass es nun dann doch irgendwann mal passieren könnte? Ich habe Respekt, aber Angst habe ich keinen. Nee. Und warum hörst du nicht auf? Weil ich diesen Sport so sehr liebe, also jetzt speziell das Gleitschirmfliegen, weil es für mich Abwechslung vom Alltag ist. Ja, also und weil ich bei diesem Sport eigentlich auch loslassen kann vom ganzen Tag und an nichts anderes denke als Fliegen. Was machst du denn im Alltag? Ich arbeite im Fernsehen. Im Fernsehen? Ja. Du klingst von der Sprache so eher süddeutsch oder schweizerisch, österreichisch, kann es sein? Ja, das ist richtig. Also ich wohne seit 27 Jahren in der Schweiz, bin aber in Bayern geboren. Ah ja. Und was machst du beim Fernsehen, wenn ich fragen darf? Bei Sport live übertragen mache ich im Hintergrund so die Highlights und Analysen für, als Fußball. Ah ja, gut. Das ist natürlich ein stressiger Job und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da so eine Gegenwelt sucht, wie du gerade sagst, dass man völlig loslassen kann und in einer anderen Realität quasi ist. Ich glaube, die Realität ist dieselbe. Also es ist dieselbe Welt, wo wir leben, aber das ist halt der Gegensatz, den ich da irgendwo suche. Ja. Also ich will auch, ich suche da nicht jetzt irgendwie einen speziellen Kick oder mache irgendwas Besonderes, Gefährliches in der Luft mit dem Gleitschirm, sondern es ist einfach fliegen, genießen, beobachten, Natur erfüllen. Ja, ja. Hast du eine Freundin, eine Frau, einen Freund? Ich habe eine Freundin, die liegt gerade neben mir im Bett und hört zu. Was sagt die denn dazu? Ist die nicht sehr beängstigt oder sagt die, mach du mal weiter so? Die ist auch schon ein paar Mal mitgeflogen und sie konnte es mehr oder weniger genießen.
Und sie kann es auch verstehen, dass du das weitermachen möchtest. Oder sagt kann sie? Ja. Kann sie. Mhm. Kann sie, ja. Mensch, Markus, dann hoffe ich, dass du immer Glück haben wirst. Ich hoffe es auch. Und dass du immer sagen kannst, ich kann mein Glück kaum fassen, dass wirklich nichts passiert. Mhm. Wünsche ich dir von Herzen. Danke. Vielen Dank für den Anruf und Grüße an die Liebste. Ja, werde ich auch. Tschüss. Tschüssi. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Falls Sie gerade eingeschaltet haben, läutet unser Thema heute Nacht heißt, ich kann mein Glück kaum fassen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die wahnsinnig glücklich sind, die vielleicht auf Wolke 7 schweben aufgrund einer großen Verliebtheit, die vielleicht ein großes Lebensziel geschafft, erreicht haben und deshalb sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, oder die eine schwere Krankheit überwunden haben, die man fast vielleicht gar nicht hätte überwinden können, aber ihr habt es geschafft und sagt jetzt, ich kann mein Glück kaum fassen. 0800 220 50 50. Hier ist Sabine. Sabine ist 43. Guten Morgen. Hi Jürgen. Hallo Sabine. Ja, mein Thema ist, ich bin vor ein paar Wochen gestorben beim Krankenhaus, hatte Herz- und Atemstillstand. Mhm. Bin dann ins Koma, also wiederbelebt worden, Brustbein haben sie mir gebrochen und... Durch was war das ausgelöst? Durch das Wiederbeleben, also durch das Pumpen. Ja, nee, überhaupt. Ich hab 20 Jahre Bulimie gehabt, ja, und bin von der Bulimie in die Magersucht vor 3 Jahren gerutscht. Ja. Und da waren dann die, wollte auch nicht mehr leben dann zum Schluss, also Organe, klar, alles angegriffen, weil ich, ja, nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken habe, Wasser im Körper sich angesammelt hatte und dann war irgendwann Schicht, ging nichts mehr. Ich hatte auch wahnsinnige Schmerzen. Und wie viel hast du gewogen? Durch das Wasser im Körper, also mit Wasser im Körper, naja, so 45 Kilo. Mit Wasser im Körper? Ja, und ohne Wasser. Also ich weiß, dass ich ungefähr auf der Intensivstation noch 34 Kilo hatte und ich bin 1,70 groß. Wahnsinn. Und so wurdest du also eingeliefert? Ja, ich bin dann selber hin. Du bist selber hin? Ah, ja. Ich konnte zwar kaum noch laufen, mit so Walking-Stöcken bin ich durch die Gegend marschiert. Mhm. Ja, und das habe ich aber noch irgendwie geschafft. Ja. Ja. Und dann ist es da zu dem Zusammenbruch gekommen? Da war ich schon ein paar Tage im Krankenhaus gewesen, also 10 Tage. Und die Schwester hat nachts nochmal nach mir geguckt und ist beim Rausgehen, dreht die sich nochmal um. Und da war ich weg. Dann ist die ans Gangende, also was ich alles jetzt weiß, erstmal ans Gangende gerannt und hat eine andere Schwester geholt. Und die haben mich dann halt so pumpen versucht wiederzuholen. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie den Defri... Ja. Hast du da alleine in dem Zimmer gelegen? Mein Bruder hat mir gesagt, weil ich kann mich da überhaupt nicht mehr an die Tage vorher, auch hier zu Hause, weiß ich überhaupt nichts mehr. Da muss wohl jemand dabei, also da gewesen sein, ja, keine Ahnung, ja. Also der eine Blick zurück von der Krankenschwester, kann man sagen, ja, hat dir das Leben gerettet. Ja, richtig. Wie ging es denn weiter? Also die haben alles dann in die Wege geleitet? Genau, Defri geholt und mich dann wiederbelebt, dann bin ich ins Koma gefallen. Mhm. Also insgesamt war ich 3-mal im Koma. Mhm. Ja. Und dann, so lange, die haben, also haben mich aufgegeben, haben meiner Mutter schon gesagt, das wird nichts mehr und ja, wenn sie wieder zu sich kommt, dann als Pflegefall, aber das ist, also wird wahrscheinlich nichts. Mein Bruder haben sie dann gefragt, was sie machen sollen und der hat gesagt, als Pflegefall, so will sie nicht leben und ja, macht beendet. Ja, und dann hat er gemeint, als hätte ich das gehört. Da wäre ich dann dann war es nochmal ganz übel kritisch und dann bin ich so 2 Tage später, muss ich wohl wieder da gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, weil ich völlig verwirrt war. Ich habe Medikamente bekommen, stärker als Morphium. Wie viele Tage hast du denn im Koma gelegen? Weißt du? Das erste Mal müssen 2-3 Wochen gewesen sein. So lange? Ja. Dann das zweite Mal auch ungefähr eine Woche. Da haben sie mich dann ins künstliche Koma gelegt, wo sie mich wieder rausholen wollten, bin ich nicht wieder raus. Also da bin ich dann drin geblieben. Und das dritte Mal ist wohl alles wieder gut gegangen, so was ich jetzt heute gerade mit einer Freundin gesprochen habe. Ja. Ja. Und das letzte Mal war jetzt vor ein paar Wochen erst? Ja, im Mai. Ist im Mai? Passiert. Im Mai. Ja, und bin dann nach 9 Wochen Krankenhaus in die Reha gekommen. Moment mal, man hatte dich quasi aufgegeben schon und der Bruder hatte gesagt, ja okay, dann so den klassischen Satz, den schalten wir die Maschinen ab, richtig, oder? Richtig, so war es gewesen. Und irgendwas... Irgendeine Antenne hat das in dir wahrgenommen und du hast die Augen aufgemacht. Ja, muss wohl so gewesen sein. Ja. Ich war völlig verwirrt und habe einen Mist erzählt. Habe imaginäre Freunde gehabt. Meiner Mutter, meinem Bruder habe ich die Zunge rausgestreckt. Die haben gedacht, die ist Banane für immer.
Ja. Mensch, jetzt machen wir mal, ehe wir dann noch mal ein bisschen weiter darüber reden, den Zeitsprung nach heute. Ja. Also du warst fast tot, kann man sagen. Du warst so gut wie tot. Meine Ärztin hat mir jetzt vor ein paar Wochen noch mal ganz deutlich gesagt, sie waren tot. Ja. Und jetzt wirkst du quietschfidel und vital. Mir scheint die Sonne aus dem Po. Ja, du bist wieder zu Hause? Ja, seit ein paar Wochen jetzt von der Reha. Wie viel wiegst du? Mittlerweile 44 Kilo. Ja? Ja. So, aber wenn man 20 Jahre essgestört war, bulimisch erkrankt ist und dann magersüchtig war, kriegt man das jetzt so schnell wieder in den Griff? Nein. Wie? Mit dem Essen habe ich immer noch Schwierigkeiten. Gebe ich auch zu, es ist so. Also kriegt man nicht so von heute auf morgen. Was heißt Schwierigkeiten? Erbrichst du oder isst du einfach weniger? Das nicht mehr. Aber du isst weniger? Ich esse weniger. Ich esse zu wenig noch. Genau, so ist es. Ja. Ich versuche halt, aber naja. Aber ich esse schon. Also ich esse und es schmeckt mir auch und ich habe auch Hungergefühle. Alles, was nicht mehr da war, ist wieder da. Ja. Kann das sein, dass jetzt dieser Todesschock, so kann man das ja nennen, dass der dich jetzt irgendwie innerlich auf eine andere Sichtweise gebracht hat? Richtig. Ich gehe durch die Welt mit ganz anderen Augen. Mhm. Ich sehe eine Raupe krabbeln oder sowas. Ich habe heute ein Cappuccino getrunken draußen. Ich war heute in der Stadt und draußen gesessen, es hat geregnet und mir sind die Tränen gekommen, weil einfach... Ich genieße das. Du lebst. Ich lebe und es ist so toll. Und du bist auch gesund. Du hast keine Behinderung davon getragen. Oh, natürlich. Doch. Also klar. Also Behinderung insofern, ich muss Muskelaufbau machen. Ja. Und ja, wieder, also laufen. Aber du kannst nicht, ich meine, so im Sinn, du sitzt nicht im Rollstuhl zum Beispiel. Nee, du kannst gehen und... Mittlerweile wieder. Ich konnte ja gar nicht mehr laufen. Ich konnte mich nicht mehr selber umdrehen im Bett. Das musste alles gemacht werden. Und in der Reha... habe ich dann auch zur Verblüffung der Ärzte einen Willen bekommen und so einen Rollator. Weiß nicht, kennst du so ein Ding? Ja, genau. Also ältere Leute fahren damit, ne? Richtig. Ja. Genau. Ja. Und den haben sie mir aufs Zimmer gestellt und den habe ich angeguckt und haben gesagt, die haben dann gesagt, die Schwestern so, in der Woche probieren wir es mal. Ja. Ah ja, nee, nach einem Tag, wo ich da war, habe ich mir das Ding, habe ich mich die Wand lang an das Ding und da habe ich dann gesagt, so und jetzt läufst du, entweder du fällst hier auf die Schnauze oder du läufst. Da sind ich bin gelaufen. Alle Kräfte aktiviert worden in dir, ne? Richtig. Alles, was da noch war an Lebenswille. Ja. Ja. Du hattest dich ja eigentlich aufgegeben, richtig, ne? Vorher. Ja. Du hattest auch mit dem Leben abgeschlossen. Richtig. Du hattest keine Lust mehr zu leben. Richtig. Genau. Das ist ja irre, was jetzt passiert ist. Ja. Das ist ja absolut verrückt und fantastisch eigentlich. Mir geht es seit Jahrzehnten nicht so gut. Unglaublich, unglaublich. Ja. Weil ich habe immer diese Zahl gerade im Kopf, 20 Jahre schwer und schwerst essgestört zu sein, ist so lange. Ja. Und das prägt, glaube ich, einen Menschen so immens. Ja. Und dann ein paar Monate später zu sagen, ich liebe das Leben und ich freue mich über einen verregneten Tag. Ja. Hauptsache, ich kann meinen Cappuccino trinken. Ist ja schon Wahnsinn. Ja. Ist ja wirklich irre. Ja. Gell? Wahnsinn. Toll. Wahnsinn. Wirklich. Na, vor allen Dingen auch die Geschichte, dass man dich schon aufgegeben hatte und eigentlich sterben lassen wollte. Ja. Und ja, das, klar. Was wollten sie denn noch machen? Na, ja, sicher. Wir haben ja alles probiert. Ja. Wenn dann irgendwann nichts mehr geht. Ja. Ja. Hast du an diese Tage und Wochen des Komas eine Erinnerung? Viele Koma-Patienten erzählen ja manchmal sehr interessante Geschichten, was sie da erlebt haben oder an was sie sich erinnern. Hast du in irgendeiner Weise eine Erinnerung? Ja, aber das ist halt jetzt klar nicht real. Für mich sind die Bilder real gewesen. Mhm. Ich habe zum Beispiel Morde gesehen, ich wurde gefangen gehalten, ich habe mich einmal in die Luft gesprengt. Mhm. Also wahnsinnige Dinge, die ich auch jetzt erstmal verarbeiten muss, ganz klar. Ja. Weil es für mich ja real war. Ja. Also war das so wie so ganz heftige Träume, die man hat? Nee, das war so, als hätte ich es gelebt. Ach so, also als viel intensiver. Ich habe diese Bilder gelebt und ich denke mir mittlerweile, dass ich da wohl gekämpft habe ums Leben, weil mir wurde im Nachhinein jetzt gesagt, ich war sehr oft näher dem Tod als dem Leben, also im Koma. Mhm. Und ich denke, ich war zum gefesselt, habe keine Luft mehr bekommen und musste Fragen beantworten und die Eieruhr lief. Und also ich habe nur diese bestimmte Zeit der Eieruhr gehabt, habe aber
keine, also die Luft wurde mir abgedreht, immer mehr. Und wenn ich in der bestimmten Zeit diese Quizfrage nicht beantwortet habe, dann würde ich ersticken. Und ich habe diese Fragen, und ich war noch gefesselt dazu, diese Fragen im Nachhinein, also ich habe sie immer wieder beantworten können. Im Nachhinein weiß ich jetzt auch, dass die mich wirklich ans Bett gefesselt hatten, weil ich mir Tubus und alles wieder rausgerissen hatte. Ja. Das ist ja verrückt, das ist ja wie ein Thriller. Es ist, ja. Ne? So kann man das, hätte man sich das ja auch ausdenken können im Drehbuch. Ja. Ja. Hast du für dich so im Nachhinein eine Erklärung, dass du vorher eine Frau warst, die das Leben komplett aufgegeben hatte und jetzt so lebensbejahend ist? Hast du eine Erklärung, wo die Kräfte herkommen, die du offensichtlich nie mehr gesehen hast? Ja, erstens mal geht meine Familie jetzt mit mir anders um. Also ich habe die Liebe sehr vermisst und alles. Und das merke ich jetzt, ist anders. Also da ging auch so ein, glaube ich, Wachrütteln durch meine Familie. Und das tut mir sehr gut. Ja. Man kann das nicht, wahrscheinlich gar nicht weiter erklären. Man muss es auch nicht erklären. Ja, und auch diese Selbstmotivation. Allein, ich gehe in den Aufzug. Fahr ein paar Stockwerke mit Leuten, die drin sind, und wenn ich wieder rauskomme, da lachen die, weil ich nur Scheiße in der Birne habe im Moment. Ja. Du bist 43 Jahre alt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du aufgrund deiner Erkrankung in den letzten Jahren gar nicht arbeiten konntest. Doch, du hast noch gearbeitet. Jetzt die letzten 2 Jahre nicht mehr, aber davor, ja. Und hast du jetzt Pläne, wieder in den Beruf zu gehen? Ich bin krankgeschrieben im Moment, den Beruf habe ich noch. Ja. Und ich tue alles dafür. Und was ist das für ein Beruf? Im Callcenter arbeite ich. Im Callcenter, ja. Und bist du verheiratet? Hast Nein, keine Beziehung, kein gar nichts. Keine Beziehung. Ist mir auch im Moment, ich muss mich erstmal auf mich selber das konzentrieren. Das glaube ich, ja. Erstmal wieder fit werden hier, genau. Die Beine und alles, Muskelaufbau. Über das Thema reden wir dann nächstes Jahr. Ja. Mit den Männern und so. Ja. Oder Frauen, was auch immer. Also, nee, über die Liebe. Nee, schon Männer, aber mal gucken. Ja, mal gucken. Sabine, ja, also herzlichen Glückwunsch und große Gratulation. Ganz toll, ganz toll. Wirklich eine sehr schöne Geschichte und ich wünsche dir alles Gute. Und Leute sollen das vielleicht als Motivation auch nehmen, denen es auch im Moment scheiße geht. Das einfach mal in sich selber hören, mal in der Stadt mal jemanden anlächeln, da kommt ein Lächeln zurück. Schöne an der Geschichte ist, finde ich, dass jemand, der ganz unten war und der überhaupt nicht mehr geglaubt hat, dass es irgendwie nochmal eine Wende gibt, dass es dann trotzdem nochmal ganz toll werden kann. Das finde ich an der Geschichte toll. Wirklich, das finde ich ganz klasse. Ja, hätte ich nie gedacht in meinem Leben, dass sowas passiert. Ja. Toll. So, viel Spaß in deinem neuen Leben jetzt. Danke. Genieß es in vollen Zügen. Und alles Gute von Herzen. Ja, bleib so, wie du bist. Dankeschön, Sabine. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Horst. Horst ist 53. Morgen, Horst. Guten Morgen, Domian. Ja. Horst, du bist ein glücklicher Mann. Ja, ich bin sehr glücklich, kann man so sagen. Warum? Ja, ich kann als Überschrift sagen, eine Bratwurst hat mir das Leben gerettet. Eine Bratwurst hat dir das Leben gerettet? Ja, so kann man das so sagen. Wir sind alle jetzt gespannt, was dahinter steckt. Ja, also es war 1994. Ja. Wir haben gegrillt und ich habe mir dann auch 2 Bratwürstchen gegessen und musste dann anschließend zur Nachtschicht. Bin zur Nachtschicht und dann nachts bekam ich dann wahnsinnige Magenkrämpfe. Und wurde immer schlimmer. Und dann bin ich zum Krankenhaus nachts, wurde untersucht und dann hat man mir gesagt, hat man mir auch den Magen ausgepumpt, dass ich also eine Lebensmittelvergiftung habe. Die Wurst wohl dann nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung war. Ja. Und man sagte mir aber, dass ich dann morgens nochmal wiederkommen soll, um dann nochmal alles durchzuchecken. Ja. Und ich wollte morgens aber eigentlich gar nicht mehr hin, weil es mir schon wesentlich besser ging. Ja. Bin aber dann doch hin und dann hat man festgestellt, dass mit meiner rechten Niere irgendwas nicht stimmt. Aber man das nicht so richtig sehen konnte und dadurch musste ich durch diesen CT da, diese Röhre. Die Röhre, ja genau. Ja. Ja. Und dann bin ich da durch und dann sagte der Arzt mir, dass ich Nierenkrebs habe. Ach. Ja. Das hatte natürlich mit der Übelkeit überhaupt gar nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War jetzt der pure Zufall. Ich verstehe. Das heißt, wenn du nicht die schlechte Bratwurst gegessen hättest, hättest du dich nicht übergeben müssen, wärst du nicht untersucht worden. Ganz genau. Und du wärst irgendwann sehr, sehr, sehr viel später erst ins Krankenhaus gekommen. Ja, und da habe ich den Arzt gefragt auch, wie das weitergegangen wäre. Der hat zu mir gesagt, also ich hätte irgendwann Blut im Urin gehabt. Ja. Und wäre dann sehr wahrscheinlich auch zum Arzt gegangen.
Und dann wäre es schon... aber schon die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs gestreut hätte, ja, sehr groß gewesen. So, wie ging es dann weiter? Dann hatte man Nierenkrebs bei dir diagnostiziert? Ja, hat man diagnostiziert. Der Tumor war recht klein, 1,2 Zentimeter. Das ist recht klein für einen Nierentumor. Also man hat mir gesagt, Nierentumore wachsen sehr schnell. Mhm. Ich war ja auch noch jung, ich war 40 Jahre alt. Ja. Und ja, dann bin ich nach Essen in eine Uniklinik gekommen und dann hat der Arzt mir gesagt, ja, ich guck mal, vielleicht nehme ich nur ein Stück von der Niere weg, weil der Tumor noch so klein ist. Mhm. Aber dann kann ich erst bei der Operation entscheiden. Mhm. Und dann hat man mich operiert und wach geworden und sagt der Arzt, Sie waren mir einfach zu jung, ich habe Ihnen die Niere ganz rausgenommen, Sie können gut mit einer Niere leben, ist kein Problem. Aha. Mhm. So, und dann war ich auch nur eine Woche im Krankenhaus. Ja. Also nichts Schlimmes, sag ich mal. Und seitdem lebe ich glücklich und gesund mit einer Niere. Und lässt dir die Bratwürste immer schmecken? Und lass mir immer noch die Bratwurst schmecken. Ich bin auch nach meinem Metzger hin und habe mich bedankt für diese Bratwurst. Das ist ja wirklich auch eine irre Geschichte, ne? Ja, also ich bin auch danach noch mal in eine Kur gewesen und habe die Geschichte den Ärzten erzählt. Mhm. Und die haben auch nur mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, dass ich ein Sechser im Lotto gewesen. Mhm. Da kann man ja fast schon irgendwie schicksalsgläubig werden, dass man denkt, da hat jemand irgendwie dran gedreht. Dass, ja, ne? Habe ich zu meiner Frau auch gesagt. Ja. Also ich glaube, der liebe Gott wollte mich noch nicht haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Und du brauchtest keine, Chemotherapie, gar nichts machen müssen. Gar nichts brauchte gemacht. Du bist dann immer untersucht worden natürlich die nächsten... Ja, ich immer noch. Immer noch. Halbjährlich gehe ich zu meinem Urologen, ja, lass mich untersuchen. Der steckt das dann einmal durch mit Ultraschall und sowas alles. Da war wirklich das Glück, dass es so früh erkannt worden ist, dass radikal alles weggenommen wurde und es ist zu keiner Strahlung. Darum hat er auch dann gesagt, also Sie sind mir einfach zu jung, ich habe die ganze Niere weggenommen. Ja. Und Sie können gut mit einer Niere leben, das ist kein Problem. Und ich habe auch keine Probleme. Das kann man auch. Du kannst ganz normal essen und trinken. Ganz normal essen, ganz normal trinken. Ich esse ein bisschen zu viel. Ich esse eben gerne ein bisschen zu viel Bratwurst. Aber aber so ein Bierchen kannst du auch trinken, macht gar nichts. Ich soll sogar viel trinken. Stimmt, damit die Niere gespült wird. Der Arzt hat mir zum Beispiel eine Aufnahme von meiner Niere gezeigt, also von der gesunden, nach der Operation. Und wie sie jetzt aussieht, die ist mehr wie doppelt so groß jetzt. Ach so, weil die so kräftig ran muss. Ja, ja, die muss, das ist auch richtig so, sagt der Arzt. Die muss ja natürlich jetzt die ganze Arbeit machen. Ja. Und das ist, also läuft alles sehr gut. Also, keine Probleme. Der wichtigste Gegenstand in deinem Leben ist eine Bratwurst. So sieht's aus. Kann man so sagen. So sieht's aus, Domian. Danke für den Anruf, tolle Geschichte. Nicht zu danken. Bleib gesund und alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Und weiter geht es mit Mario. Mario ist 44. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Domian. Hallo, Mario. Dass wir auch mal reden. Ja, ich bitte dich, den Fernseher ganz leise zu schalten und oder den Radioton auch bitte ganz wegzunehmen. Alles weg. Prima. Und zwar, Domian, ich muss kurz erzählen, ich habe im vergangenen Jahr mein Bein verloren, bin auch erst 44 Jahre, habe im Nachhinein erfahren, dass ich das Bein hätte man retten können. Ja. Aber das ist nicht mein Thema. Ich habe da noch gute Hoffnung, da läuft eine Klage und dass ich auch eine Prothese demnächst kriege. Aber worum es geht, ich habe vergangenes Wochenende das erste Mal was gewonnen und dann gleich richtig einen schönen großen Plasmafernseher. So. Was hast du gewonnen? Wie viel hast du gewonnen? Ich war bei der Bundeswehr, das war so eine Mobilmesse, war vergangenes Wochenende in Leipzig. Ja. Und da habe ich einen Kumpel gefragt, ob er mir helfen kann, da hinzufahren. Ja. Na klar, machen sie. Weil die können ja dann sowieso mitfahren bei mir, weil ich habe ja so einen Ausweis, wo die dann frei mitfahren können als Begleitperson. Mhm. Und da war so ein Quiz von der Bundeswehr. Da ging es generell um Fragen, wer ist der Minister von der Bundeswehr und alles sowas. Mhm. Und wo sie im Ausland sind. Und ich habe mich da beteiligt. Da waren viele Jugendliche, Erwachsene, ältere Leute. Und ich habe dann einfach gefragt, kann ich mitmachen? Setzen sich dazu, tun sie ankreuzen, was sie wissen. Und dann musste man das in so einen Topf reinmachen. Und nach 3 Stunden haben die dann ausgerufen, dass da das Quiz jetzt beendet ist, generell über alle, weil das dann ja auch spät schon war. Ja. Und ich konnte es nicht fassen, habe mich dabei abseits gestellt, weil ich meistens sowieso immer denke, ich gewinne ja sowieso nicht. Ja. Ich habe schon immer so viel Pech gehabt, auch mit den Beinen jetzt. Und auf einmal höre ich dann, gewonnen hat Mario Kralla. Also, war das der Hauptgewinn sogar? Das war der Hauptgewinn. Das war der Hauptgewinn. Also ein Plasmafernseher im Wert von ein paar tausend Euro wahrscheinlich. Ja, ich denke mal so. Ich habe ihn gesehen hier bei Real bei uns, ich möchte das keine Werbung machen. Ja. Da kostet er 1.499. Ja, gut. Also 1.500. Schöner Gewinn. Ja, das steht schon im Fernseher richtig schön. Haben sie mir einfach uns, aber haben sie mir jetzt am Mittwoch gebracht. Jetzt hast du das aber gerade so am Anfang erzählt, da möchte ich dich doch nochmal drauf ansprechen mit dem Bein. Du hast voriges Jahr dein Bein verloren, warum? Ja, ich kann nicht drüber reden, da war jemand zu heulen und so, es ist noch ein bisschen schwierig für mich. Ja, es ging los im September vor, das Jahr mit einem akuten Verschluss, das rechte Bein. Venenverschluss, oder?
Arterienverschluss. Arterienverschluss, ja. Hatte vorher schon einen Bypass drin, aber nie wieder Probleme danach. Wie merkt man so einen Verschluss? Durch wahnsinnige Schmerzen. Wahnsinnige Schmerzen. Ja, also sieht man das auch, wird das Bein blau? Das ist später geworden. Also ich hatte ja, man sagt ja im Prinzip Raucherbein. Mhm. Ja, bin dann am 29. September ins Krankenhaus, bin da auch gleich drinnen geblieben, hatte nicht mal Sachen mit und so, weil das alles zu schnell ging. Mhm. Bin dann auf die Intensivstation, dann haben sie mich gelöst, Lüsen nennt man das. Mhm. Da tun die in die Leiste so ein Katheter reinlegen, ja. Dann spritzen sie so ein Zeug rein, wo sich das im Bein wieder auflöst. Ah, ja, ja. Wenn das klappt, dann können sie das Bein immer retten. Mhm. Das konnten sie retten und im Nachhinein auf Stationen dann ist dann das Bein blau-schwarz geworden, lila, also bunt kann man schon fast sagen. Obwohl das vorher schon wieder durchblutet war. Richtig. So, und dann haben die mir die Ärzte gesagt, die Haut wird von der Zeit abgestoßen dann. Mhm. Und das war alles verheilt dann, das Bein war fast normal, nur der große Zeh war noch ein bisschen so schwarz, hat man aber auch gesehen, dass das die Haut schon wieder abgeht. Mhm. Und drunter war dann die neue. Mhm. So, und dann nach einer Woche kriege ich im Knie wahnsinnige Schmerzen. Mhm. So, hab dann auch wieder Notdienst gerufen, dann haben sie Verdacht auf Meniskus ins Krankenhaus. Und die konnten das dann der Diakonie hier bei uns nicht behandeln, weil die da keine Chirurgie dafür haben. Mhm. Bin ich hier ins Bergmanns Trost in Halle. Mhm. Ist eigentlich auch bekannt über die Grenzen hinaus. Mhm. Und haben sie punktiert, da war eine Flüssigkeit im Knie, das haben sie rausgeholt und dann ist wochenlang nichts passiert da drin. Ich habe 6 Wochen nur drinnen gelegen und habe wahnsinnige Schmerzen gehabt und die haben auch so gesagt, also mich hingestellt, ich wäre ein Simulant. Mhm. Ich sollte da laufen, trotzdem ich so eine Schmerzen hatte, ging nicht. Ja. Was ist denn dann passiert, dass das Bein amputiert werden musste? Das kommt jetzt. Und am 28.12. kommt der Oberarzt zu mir rein ins Zimmer und sagt, Herr Kreller, was wollen Sie, leben oder sterben? Sage ich, leben. Dann nehmen wir Ihnen 2 Stunden Ihr rechtes Bein ab. Sage ich, wie bitte? Ja, erstmal schon, wie der da reingekommen ist. Mhm. Und mir das sagt, das hätte normalerweise ein Psychologe machen müssen. Mhm. Na, und dann das ganze Bein bis oben? Kann ja erstmal da über den Knie noch, also bis über den Knie etwa ein Stückchen noch. Mhm. Und dann haben die gefuscht, dann habe ich im Januar dieses Jahr in der Leiste, in der rechten, einen Knoten gehabt, einen Lymphknoten, hab das gemeldet, hat sich kein Arzt drum geschert. Mhm. Bis dann nach einer Woche so weit ging, dass der Lymphknoten gewandert ist, richtig groß wurde, dann konnte man richtig atmen sehen, wie er sich bewegt. Und, aber jetzt nochmal zu dem Bein. Warum sollte das Bein denn dann amputiert werden? Ja, angeblich war alles dicht, die ganzen Arterien waren alle dicht. Und du glaubst im Nachhinein, dass das nicht so... Das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Weil die hatten keine Gefäßchirurgie in dem Haus. Mhm. Ja, nur eine Chirurgie. Mhm. Und da, weil die das nicht machen konnten, und das Bein, man konnte, ich habe ja das alles auf Video hier, auf DVD, die haben immer bei Visite, haben die das Bein fotografiert. Und du warst in der Situation, ist man ja angeschlagen und auch nicht so, vielleicht so selbstbewusst, dass du gesagt hättest, nee, Freunde, jetzt warten wir erstmal oder ich gehe in ein anderes Krankenhaus. Das wusste ich dann im Moment nicht. Ich war nervig, viel zu fertig. Ja klar, verstehe ich. Und dann hatte ich mir ja auch noch ein Virus eingefangen da drin, MRSA. Und das ist ja tödlich. Wenn man das nicht behandelt, wird es tödlich. Also, dann bist du ja doch wirklich arg gebeutelt. Vor allen Dingen dann im letzten Jahr. Und du bist erst 44 Jahre alt. Ja. Aber interessant finde ich dann, dass du schon bei so einem Thema dann anrufst, ich kann mein Glück kaum fassen, dass du dich dann trotz allem so freust über einen solchen Gewinn, von dem du gerade gesprochen hast. Das ist für mich, wie sagt man, ich habe in der Situation jetzt, wo ich so schwer krank war, ich meine, jetzt geht's, ich bin fahre mit dem Rollstuhl, habe viel Ärger mit den Krankenkassen, jetzt merkt man erst, was die Behörden wirklich für Schweine sind, auf Deutsch gesagt, ja. Wenn man Hilfe braucht, man kriegt sie nicht. Man muss wirklich kämpfen, um jeden Strohhalm. Wie kommt das, Mario? Du bist, wie gesagt, erst 44 Jahre alt. Wie kommt so eine Erkrankung? Ist das eine genetische Veranlagung? Oder? Ja, ich habe irgendeinen Gendefekt, das aber so richtig verstehe ich, dass da auch nicht alles drin steht. Mhm. Und das Schlimmste ist ja, in dem Krankenhausbericht, was ich habe, steht noch nicht mal drin, warum sie das Bein abgenommen haben. Mhm. Das heißt, du wirst da jetzt juristisch vorgehen? Ja, oder? Ja, das läuft schon. Ja. Und die Chancen, ich habe da einen guten Anwalt gefunden, weil das ist ja auch kostenspielig, so ein Prozess, gerade wenn es um so hohen Summen geht. Ja, und das ist kompliziert. Da gibt es solche Vereine, hat er mir gesagt, die prüfen den Sachverhalt. Ja. Ja. Und wenn sie da Chancen drin sehen, dann treten die in Vorkasse. Und das ist bei dir so? Das ist bei mir so. Ah, ja, das ist ja schon mal gut. Ich habe da ein Gutachten jetzt und die sagen, das sieht sehr gut aus für sie. Die hätten mich von vornherein in ein anderes Krankenhaus, in eine Fachabteilung überweisen müssen.
zumindest auch vor der Operation noch einen zweiten Spezialisten gucken lassen, der doch auch sagt, das Bein muss abgenommen werden oder man kann das und das noch versuchen. Also Mario, dann wünsche ich dir für diese Verhandlung sehr viel Glück, dass du da zumindest ein bisschen Kohle rausschlagen kannst und bekommst. Das wäre sehr schön. Und nochmal meine Gratulation zu dem schönen Fernseher. Ja, das war ich gut mit dem Fernseher. Ja. Das ist ein ganz also ich grüße dich herzlich hier durch diesen tollen großen Fernseher. Vielen Dank. Und lieber Mario, viel Erfolg noch. Alles Gute wünsche ich dir und ja, viel Glück für den Prozess. Dankeschön, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Und hier ist als nächste Anruferin die Manuela. Manuela ist 40. Hallo Manuela. Hallo. Hallo. Ich kann mein Glück kaum fassen, heißt die Sendung. Ja. Das sagst du auch? Ja. Warum? Weil ich seit einem Jahr meinen Traumberuf gefunden habe. Du bist aber nicht U-Bahn-Fahrerin oder sowas. Nein, ich fahre LKW. Ich wollte gerade sagen, es klingt so irgendwie, als wärst du unterwegs. Ja. Fährst du gerade? Ja. Aber du hast hoffentlich eine Freisprechanlage. Ja. Ja, das ist ja dann schon mal ganz gut. Wie, das ist dein Traumberuf, ist LKW-Fahrerin zu werden? Ja. Oder war dein Wunsch? War mein Wunsch, ja. Und jetzt fährst du einen wie viel Tonner? 40 Tonner. Ein 40 Tonner? Ja. Ist das schon mal nicht schlecht? Ja. Wohin geht die Fahrt im Moment? Ich fahre jetzt nach Hessen rein. Nach Hessen und kommst von? Von Dortmund. Ah ja. Warum war das dein Traumwunsch, LKW-Fahrerin zu werden? Ach ja, ich weiß es auch nicht. Ich sage, ich bin irgendwie mal reingerutscht, weil mein Mann, der fährt ja auch. Ach so, der fährt auch? Mhm, ja. Der fährt am Tage und ich fahre nachts. Dann sieht man sich nicht so viel. Ja, nee, eigentlich nicht viel. Ja. Und nee, das? Und, ja, erzähl mal weiter. Nee, und dann bin ich immer mitgefahren und das hat immer Spaß gemacht. Und ja. Durfte ich mal zwischendurch auch so abgetrennten Plätzen fahren. Mhm. Ja, und da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal meinen Fahrschein. Ja. Und das hat auch eigentlich ja ein Jahr gedauert, weil ich den selber bezahlen musste. Ja. Was kostet denn so ein LKW-Führerschein? Ich habe über 3.000 Euro für bezahlt. Ich habe Sie verstanden. 8.000 oder 3? Nee, 3.000. 3.000 Euro. Na gut, das ist eine Stange Geld. Ja, und da musste ich auch rund um die Uhr arbeiten gehen, dass ich den bezahlt kriegte. Was hast du früher gearbeitet? Ja, ich habe ja noch Kinder zwei und bin auf 400 Euro arbeiten gegangen. Ja. Ja, war jetzt dann 15 Jahre zu Hause. Ja, dann hast du aber richtig was am Hut und richtig geackert. Ja. Ne? Kinder, ja. Gejobbt, Führerschein gemacht und eine fleißige Frau. Ja, und wenn ich dann morgens nach Hause komme, dann habe ich ja zu Hause auch noch was zu tun. Das glaube ich. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn, der ist 13 und meine Tochter ist 16. Ja, auch ein Alter, wo man sich noch ein bisschen mit den Kiddies beschäftigen muss. Ja, ja, ich sag, wenn ich am Wochenende fahre, so dann entweder mit mir mit ja. oder mit meinem Mann, dann wechseln wir immer ab. Einer nimmt die Tochter mit, also. Einer nimmt den Sohn mit. Also. Hast du denn dann gleich, war das denn so einfach, dann auch gleich einen Job zu finden als LKW-Fahrerin? Ja, weil mein Mann, also wo mein Mann auch fährt, also das ist eigentlich schwierig, wenn man Anfänger ist und glaube ich. Man sagt, man hat den Führerschein erst, nee, dann wollen sie nicht, aber die Firma, die hat mich sofort genommen und ja. Kannst du das so richtig beschreiben, was für ein Reiz das für dich ist, so ein Auto zu fahren? Ja, ich wollte eigentlich immer schon was machen, was für eine Frau untypisch ist. Weil ich mache eigentlich alles im Haus und was Männer eigentlich auch machen, das mache ich eigentlich auch. Aber es gibt nicht so viele Brummifahrerinnen, ne? Nee, ich bin auch die einzigste Frau in der Firma. In der Firma und wahrscheinlich dann, wenn du so irgendwo anhältst, 90 oder 95 oder 98% Jungs, ne? Ja. Ja. Wie reagieren so die anderen Kollegen, wenn da so ein 40-Tonner vorfährt und da eine Frau aussteigt? Ja, die gucken schon. Ich hab's auch am Anfang schwer gehabt bei uns in der Firma, also durch die Männer. Ja. Zwischendurch ist es jetzt auch noch, wenn, da ist manchmal auch ein Arsch dabei. Der blöde Sprüche macht, aber die meisten, ich komme da hin, ich werde gegrüßt, ich werde umarmt, geküsst hier und da. Und das ist,
Wunderbar ist das. Also hast du wirklich dann so in deinem Alter noch, sage ich mal, deinen Traumjob gefunden und ihn dann auch realisiert? Ja. Das ist wirklich toll. Das ist toll. Und trotz Familie, trotz Kinder und Haushalt und allem drum und dran. Du musst doch eigentlich irre platt und fertig und müde immer sein. Wenn du die ganze Nacht gefahren bist, wann schläfst du? Ja, ich habe jetzt gleich, wenn ich dann ankomme, heute habe ich noch gleich 2 Stunden. Dann fahre ich zum Laden, abladen und dann fahre ich nach Hause, dann mache ich zu Hause noch was und dann lege ich mich gegen Mittag hin und dann Mittag stehe ich wieder auf und dann... Das ist ein recht ungesundes Leben, ne? Ja, ich sag mal, man gewöhnt sich aber dran. Naja, also das heißt, du kannst nur nachmittags ein paar Stunden schlafen. Ja. Morgens machst du noch den Frühstück für die Kinder oder bereitest das Mittagessen vor oder weiß ich was man also machen muss. Ja. Und wann geht's dann wieder auf die Rolle? Ja, so abends zwischen 9 und 10. Ach so spät dann erst. Ja. Ja. Und was transportierst du? Lebensmittel. Lebensmittel? Mhm. Ah ja. Ja, das ist ja dann auch... Aber da musst du nichts beim Abladen nicht helfen, ne? Das machen doch. Dann... Doch? Nein, das muss ich auch. Ich muss aufladen, abladen. Oh. Wie, du musst alles. Du musst auch mit Kisten schleppen? Nee, Kisten nicht. Das steht alles auf Paletten. Ach so, auf Paletten. Aber du musst dann auch mit die Paletten runterholen. Also mit so Elektrokarren wahrscheinlich dann, ne? Ja, manchmal hat man auch nur so einen Hubwagen. Also da muss man schon... Aber ist schon auch ein anstrengender Job dann, finde ich. Aber... zusätzlich zu der zeitlichen Anstrengung, dass du nachts fährst und so wenig schläfst. Nochmal zu deiner Ehe. Belastet das nicht doch sehr die Ehe, wo ihr eigentlich kaum aufeinandertrefft, so? Am Anfang ja, aber jetzt hat sich das alles eingespielt und wir haben ja das Wochenende, also mein Mann, der geht Samstag schon nicht mehr arbeiten, ja. Ich gehe ja von Freitag auf Samstag noch arbeiten. Ja. Und da haben wir den Samstagmorgen komme ich ja nach Hause und dann haben wir den Samstag. Ach so, ja, also dann geht es. Ja, Sonntag muss ich ja dann wieder los. Ja. Aber dann Sonntag, dann sind wir meistens immer unterwegs und dann mache ich ab und zu mal, dass ich den Sonntag durchmache, dass wir dann den ganzen Tag unterwegs sind. Ja. Und ihr habt natürlich immer glänzenden Gesprächsstoff, ne? Ihr könnt immer über die Autos und über die Autobahnen reden und über die LKWs. Ja. Ja. Liebe Manuela, so war's. Komm gesund an. Mach ich. Viel Spaß und eine unfallfreie Fahrt überhaupt wünsche ich dir. Und schönen Gruß an deine Familie von mir. Danke, mach ich. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, hier sind Carla, 38, und Patrick, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt erstmal die Carla. Ja, hi. Carla. Wie geht's? Gut? Ja, danke. Weswegen habt ihr oder hast du dich bei mir gemeldet zu dem Thema? Es geht um die Liebe. Aha. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt vor 4 Wochen. Ich lass mich raten, derjenige heißt Patrick. Genau. Ja. Der sitzt daneben mir. Ja. Wie du schon mitgekriegt hast. Und der ist HIV-krank. Was ist der? HIV. HIV-krank, also HIV-positiv. Genau. Ja. Und für mich ist das eigentlich kein Problem. Ich weiß auch nicht warum, es ist einfach so. Ist er schon erkrankt? Nein, das nicht. Noch nicht, er hat den Virus in sich, aber... Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Arzt. Ich habe Hepatitis C und deswegen haben wir uns kennengelernt. Ach so, also du hast auch eine sehr schwere Erkrankung. Ja, natürlich, ja. Wie ist der Krankheitsstand bei dir zurzeit? Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Sehr gut, ja. So, da sitzt ihr beiden da also im Wartezimmer. Ja, genau. Lest die ein oder andere Frauenzeitschrift und guckt über den Rand. Genau. Und denkt, Mann, da sitzt aber ein scharfer Typ. Oder er denkt das umgekehrt. Genau. Aber wie kommt man denn im Wartezimmer dann ins Gespräch? Ist auch ein bisschen schwierig. Nein, im Wartezimmer nicht. Wir haben uns draußen öfters gesehen und dann haben wir uns gegrüßt und dann fing das eben so an. Ja, und du würdest, also 4 Wochen ist ja nun noch sehr frisch. Du würdest sagen, dass du jetzt richtig groß verliebt bist. Ja, sehr groß. Richtig volle Kanne, Wolke 7. Mich hat es schon sehr erwischt, ja. Hat der Patrick das gleich erzählt, dass er HIV-positiv ist? Ja, direkt. Und du hast erzählt, dass du Hepatitis C hast? Ja. Mhm. Aber... Hepatitis C ist ja viel schlimmer als HIV, finde ich. Ja, naja. Es sind beides sehr schwere Erkrankungen. Ja, aber das eine ist schon viel schlimmer, finde ich, was ich habe. Finde ich jetzt persönlich.
Das heißt also, im Bereich Sexualität müsst ihr euch sehr gut schützen. Natürlich. Und sehr aufpassen. Ist klar. Und ansonsten ist das ja dann auch okay. Wenn man das weiß und sich vorsieht, kann man ja ganz, ganz normal leben. Ja, genau. Ja? Was ist denn so toll an dem Patrick? Weiß nicht, der ist einfach lecker. Leckerchen. Also ein Leckerchen. Beschreib ihn mal, wie sieht er aus? Der knibbelt jetzt gerade an den Finger, aber egal. Nein, das ist ein süßer Junge. Ist ein süßer Junge. Dann gib mir den süßen Jungen doch mal. Ja, gib's dir. Ja. Ja. Ja, hallo Patrick, 28. Ja, ich habe auch schon öfters probiert anzurufen, aber bin nicht durchgekommen. Jetzt haben wir uns ja. Ja, super. Was ist dir denn in dem Wartezimmer besonders aufgefallen bei deiner Liebsten? Wartezimmer, das war kein, wir haben uns halt draußen, wie die Carla schon gesagt hat, schon. Und was ist dir so besonders aufgefallen an ihr? Ja, ich weiß nicht, einfach Persönlichkeit. Gleich ja. So am Anfang. Ja, die ist super lieb. Wir haben uns am Anfang auch immer gegrüßt und ja. Mir hat gestimmt. War das für dich schwierig, dass du gleich die Karten auf den Tisch gelegt hast und hast gesagt, ich bin HIV-positiv? Nee, ganz ehrlich nicht, weil ich gehe mit meinem Umfeld so um, weil ich will nicht, dass es irgendwie hinterrücks kommt. Ja. Und deswegen sollen die Leute das direkt von mir erfahren, anstatt ja. Das irgendwie von irgendeiner Ecke 7 kriegen. Ja, finde ich eine richtige Einstellung, eine gute Einstellung. Ja. Ja, nee, finde ich auch. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Umfeld uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, weil meine Freundin auch halt 2 Kinder schon hat. Und dann halt im Schutze der Kinder halt, was machst du denn da mit so einer AIDS-Schleuder und sowas? Echt? Solche? Ja, da habe ich Angst vor. Aber es gibt noch keine Anzeichen? Noch nicht. Aber man kann ja nie wissen. Ja, aber weißt du, Patrick, dann lass die Leute quatschen, dann ist es auch egal. Ja, wenn, natürlich. Wenn ihr beide euch für euch, ich finde, ihr seid vorbildlich miteinander umgegangen, ihr habt sofort die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Ja. Und wenn ihr euch entsprechend verhaltet, ist das euer Ding und da kann und darf und soll euch auch keiner reinfunken. Ja, nee, hast du recht, Domian. Das Denken haben wir ja auch. Man weiß halt, wie das ist. So. Ja klar, man hat natürlich Angst davor. Und das Lauffeuer, gerade wenn man beim Arzt ist. Ja, ja. Lauffeuer und. Wie lange bist du schon HIV-positiv? Also den Virus habe ich jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren in mir. Also seit 3,5 Jahren weiß ich das, offiziell vom Arzt, schwarz auf weiß. Und kann sein, dass er noch ein Jahr drauf kommt. Weißt du, wo du ihn dir geholt hast? Ja, ich denke mal, ich hatte mal 2 Frauen, die sind auf den Strich gegangen. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich mir das vom Spritzen geholt habe, weil ich auch krank war, also heroinabhängig. Und ach so, das kann natürlich sein, dass es sowohl da als auch da passiert sein. Ich weiß es. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ja. Ich war vor einem halben Jahr beim Arzt, also meine Werte sind auch gut. Und ja, also hast alles so im Griff und im Blick und lebst jetzt auch entsprechend ordentlich, dass die Krankheit gar nicht eine Chance hat, schneller auszubrechen durch ja. Eine... Ja. Also Drogen ist das Drogenproblem ist vom Tisch? Ja, ich trinke viel Alkohol, aber mehr sonst mache ich nicht. Solltest du aber auch nicht mehr. Also ich kiffe nicht mehr, ich nehme keine harten Drogen mehr, also ja. Das Einzige, was ich habe, ist Alkohol. Also ich gehe jetzt auch arbeiten wieder und... Ja. Also Alkohol müsste runtergefahren werden, finde ich. Ja, in der Situation schon, ja, finde ich. Domian, ganz ehrlich, von 0 auf 100, das, guck mal, ich weiß nicht, was du für Leute schon an der Leitung hattest, aber von 0 auf 100 kann man nicht von 0 auf 100 aufhören. Wie lange, um nochmal auf das Thema Verliebtsein jetzt zurückzukommen, wie lange warst du nicht mehr so verliebt wie jetzt im Moment? Oh. Ehrlich. Boah, das ist eine Frage. Boah. Oh, das ist dann aber schon lange her. Ja, stimmt vielleicht. Ach ja, das geht ja noch. Ich dachte jetzt, du würdest sagen 10 Jahre oder so. Der ist ja noch jung. Wie war's denn? Wie lange warst du nicht mehr so verliebt, Carla? 2, 3 Jahre. Ja, das ist dann schon ein bisschen länger. So, du hast Kinder, hat Patrick mir gerade gesagt. Ja. Wie alt sind die? Eine ist schon fast 20, die andere ist fast 6. Fast 6. Und die Kleine, die mag den Patrick auch. Ach, die liebt den schon. Die liebt den schon. Ja. So, was sind eure Pläne? Was soll jetzt mit euch werden, die nächste Zeit? Ja, gucken. Also auf jeden Fall zusammenbleiben? Bleiben. Und möglichst ein Paar werden und eine gute Zeit haben und genau. Sich lieben und einfach... Einfach nur... Glücklich sein. Gute. Genau. Und alles Gute wünschen. Hier läuft die Mucke, du machst Schluss jetzt, ne? Genau, sehr aufmerksam. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ja, ey, Domian, wie dir auch, ja? Gesundheit und einfach Glück für eure Beziehung.
Jo, danke. Okay, tschüss. Ich muss mal öfter durchkommen. Ja, genau. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich kann mein Glück kaum glauben, kaum fassen, kaum glauben. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr ARD 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye bye. Heute ist Freitag, der 19. Oktober.